2, 1. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Final Fantasy 13. Ja, jetzt werden sie da wieder sagen, was jetzt los? Wo hat denn das Spiel wieder ausgegraben? Ja, ich habe es wieder ausgegraben, Final Fantasy 13. Es wird langsam Zeit, es mal wieder fertig zu machen und es irgendwann endlich mal in die Liste der abgeschlossenen Projekte reinzulegen. Es dauert zwar noch ein ganzes Weilchen, aber ich will es auch irgendwann mal weitermachen. Irgendwann muss es mal wieder weitergehen. Geht einfach nicht anders. Es muss irgendwann weitergehen. The show must go on, wie man so schön sagt. Und das soll es auch den Rest ausgedrückt haben, denn wir machen jetzt weiter. Das letzte Mal gespielt, wie man so sieht, am 10.04.2016, also ist so gar nicht mal so lange her, by the way, doch, es ist schon relativ sehr lange her. Wir haben schon 40 Stunden fast auf dem Buckel. Und wir sind gerade mal Kapitel 11 von 13 oder so. Ja, das Spiel hat 13 Kapitel. Wir wollen nicht lange überlegen, wir machen einfach weiter. Vanille verbirgt aus Furcht vor ihrer Bestimmung die Wahrheit vor Fang, die ihr Gedächtnis verloren hat. Doch Vanille tut Fang damit keinen Gefallen, sondern setzt. Zeig mal kurz, wieder weiterlesen. Setzt sich. Hallo, ich möchte das gerne lesen. Wir lesen das gleich erstmal durch. Wenn das fertig ist, dann wollen wir das erstmal durchlesen, wenn wir so ein bisschen wieder zurückkommen, was in der Story so passiert ist. Darf ich das nochmal nachlesen? Hallo. Ich möchte das gerne lesen. Sarah. Egal, kann man leider nicht lesen. Es ist leider viel zu schnell weggegangen. Kann man das irgendwo. Gibt es hier irgendwo im Datenlog nochmal nachzulesen? Geschichte. Kapitel 11. Erinnerung Sarah. Ah, hier steht es nochmal. Also, jetzt lesen wir nochmal vor. Folgendes. Vanille verbirgt aus Furcht vor ihrer Bestimmung die Wahrheit vor Fang, die ihr Gedächtnis verloren hat. Doch Vanille tut Fang damit keinen Gefallen, sondern setzt sie im Gegenteil unter Druck. Fang will verhindern, dass Vanille ein Seed wird, doch ohne ihre Bestimmung zu kennen, ist sie machtlos. Ihre Suche nach Hinweisen führt schließlich zu dem Zwischenfall in der A-Ride Clam, keine Ahnung, wie man ausspricht. Nachdem sich die Wege von Vanille und Fang getrennt haben, begegnet Vanille Sarah. Sarah denkt, sie treffen sich zum ersten Mal, doch Vanille hat Sarah bereits zuvor gesehen, als Sarah zufällig in das Bottom Residium geraten war. Vanille weiß nun das tragische Schicksal Sarahs. Ist doch Vanilles Selbstverleugnung und ihre Flucht vor ihrer eigenen Bestimmung die Ursache für Sarahs Verwandlung in ein Lessie? Vanille ist niedergeschlagen von der rauen Wirklichkeit und von ihren Schuldgefühlen. Doch Sarah baut sie wieder auf. Wenn die Wirklichkeit einem zu viel wird, dann muss man sich ihr nicht sofort stellen. Manche Dinge erscheinen einfacher, wenn man sie aus der Ferne betrachtet. Diese Worte spendet Vanillekraft. Gut. Das soll uns mal noch mal ein bisschen so zurück in die Story gebracht haben. Ich hoffe ja, dass wir relativ gut vorankommen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir überhaupt machen müssen. Hier ist unser Speicherpunkt gewesen. Ich glaube, dort müssen wir jetzt hin, hier, oder? Kann das sein? Ja, wir müssen dahin. Gehen wir einfach immer hin. Müssen wir jetzt in Ebene 5 oder müssen wir jetzt hier mal Ebene 5? Oder doch schon direkt Ebene 6? Ich weiß es jetzt nicht. Oder doch wieder ganz runter? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Wohlgemerkt, ich werde hier nicht auf Speed wieder tun, wie ich es mal zwischendrin mal gemacht habe, sondern ich werde hier das Ganze schön langsam machen und möglichst viel, sag ich mal, interagieren mit dem Spiel, heißt quasi
Ich werde auch mir viel Zeit nehmen, was das Leveling angeht und so weiter. Muss ich kurz gucken. Halt quasi, dass ich halt quasi... Wo ist jetzt die Karte? Ich kann man doch irgendwo hier... Ja, die Karte, genau. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück höher. Ebene 6. Wie gesagt, ich werde mit dem Spiel möglichst viel interagieren und, alles schön langsam machen, dass ich auch wirklich alles, dass ich alles mitkriege, aber dass ich ja quasi wirklich, das ist wirklich relativ gut. Dass es so gut vorangeht, dass ich sagen kann, ich habe jetzt zwar, ich habe jetzt viel Zeit ins Leveling gesteckt und viel Zeit, bin relativ langsam durch das Spiel gegangen und so weiter und so fort. Also dass man halt quasi, das hat quasi nicht, dass ich halt quasi nicht durch das Spiel rushe, in der Hinsicht. Weil nur weil das jetzt 3 Jahre lief, das Spiel, heißt nicht, dass ich es auf die Schnelle beenden möchte. Was mir noch ein bisschen Sorgen macht, sind die Kämpfe in dem Spiel. Das ist wieder das Einzige, was mir noch ein bisschen Sorgen macht in dem Spiel, weil das quasi die noch relativ schwer sind, sage ich jetzt mal, weil das System noch grundsätzlich anders ist als quasi in manch anderen Final Fantasy an sich Rollenspielen an sich. Wenn wir jetzt beim ersten Liga schon relativ Probleme haben, da jetzt mal, dann, naja, sagt schon einiges, sag ich jetzt mal. So, das reicht erstmal. Aber es läuft ganz gut. Deprottig sozusagen. War wohl nix, mein Freund, war wohl nix, war wohl nix. Weil es geht auch relativ, man muss dazu sagen, es geht, das Kampfsystem geht relativ flott über die Bühne, weil es einfach, weil du musst schnell reagieren und schnell machen. Weil sonst hast du ein Problem. Ja, aber du musst schnell handeln. Die gehen relativ schnell kaputt, die machen wir einfach schnell kaputt. Jetzt mal die kleinen Viecher erledigen. Diesen hier. Erstmal wieder in der Heilung übergehen und so weiter und uns Hass verpassen und so weiter. Das ist also quasi. Ich habe zwar schon von vielen Seiten gehört, dass das Spiel halt relativ einfach sein soll und so weiter, aber naja, wenn man nicht schnell handeln kann, wenn man nicht schnell handelt, sage ich jetzt mal, dann ist es aber relativ schwer, weil es einfach doch ein sehr kniffliges Kampfsystem ist, muss ich dazu sagen. Ich meine, man muss an sich nur drücken, die Taste drücken, damit es halt quasi eine gewisse Aktion ausführt oder so weiter. Oder man muss einfach nur X drücken, dann macht er schon automatisch das, was am besten ist und so weiter. Aber trotzdem muss man doch relativ aktiv sein und schnell reagieren, sonst klappt es einfach nicht.
Guck mal, ob ich irgendwas hab. Manipulator habe ich noch nur mal den gemacht. Machen wir mal die eiserne Schlacht. Ich dachte, dass man den quasi noch schwächen, langsamer machen und so weiter. Schlecht. Die Attacke ist immer scheiße. Die trifft nämlich alle. Wir zurück zur eisernen Schlacht. Und jetzt auf ihn mit Gebrüll. Er ist langsamer, er agiert langsamer und wir sind halt relativ gestärkt und schnell. Jetzt haben wir ihn gleich. Nachsetzen. Zack, zack, bam, fahrt. Weg ist er. Sehr schön, wir haben gut. War relativ gut. Das sind noch Truhen. Hier ist nämlich eine. Die nehmen wir gleich noch mit. Das Einzige, was ich im Spiel noch überhaupt noch nicht kapiert habe, ist dieses Waffensystem einfach. Das ist einfach für mich irgendwie noch so. Du kannst die Waffen ja aufleveln. Das bringt dir zwar ein paar Punkte, aber die Waffen. Nicht jede Waffe, sag ich mal, hat es am Ende. Sehr, so gut, dass man quasi. Es gibt die eine Waffe, die halt eben so richtig imba ist, auf gut Deutsch gesagt. Es gibt die Waffe, die halt am Ende nur halt. Naja. Relativ unspektakulär, sage ich jetzt mal. Dann hast du aber wiederum den Bossgegner, den Endboss. Finde ich, der halt quasi. Sich. Dem anpasst, wie du halt bist, sag ich mal, bist du stärker, wird er auch stärker, sag ich jetzt mal. Also quasi, wenn du quasi, im Endeffekt bringt das Leveln vor dem Boss eigentlich nichts, weil je stärker du wirst, desto stärker wird er, sag ich jetzt mal. Also quasi, er ist immer an das angepasst, was du quasi drauf hast, auf gut Deutsch gesagt. Was ein bisschen abfuckt, auf gut Deutsch gesagt. Weil das im Endeffekt auch, dann siehst du halt wieder den Sinn hinter dem Leveln einfach nicht vom Boss, weil du einfach. Es bringt einfach nichts. Weil du genau weißt, ja. Wenn ich mich jetzt stärker mache, wird er auch stärker. Ist ja auch automatisch stärker. Heißt, du machst es dir quasi nicht einfach, du machst es ehrlich gesagt sogar noch schwerer. Durchs Leveln, sage ich jetzt mal. Da hinten ist eine Truhe, die möchte ich gerne mitnehmen. Aber ich weiß jetzt, was hier mich erwartet. Hier erwartet mich nämlich wieder ein schöner Bossfight. Wo ich jetzt schon mal wieder so gar keine Lust drauf habe. Sag ich ganz ehrlich. Mach mal auf. Hier geht's irgendwo hin, da gehen wir mal lang. Guck mal, was uns hier erwartet. Ob es irgendeinen Sinn macht, hierher zu gehen? Oder ob es einfach nur. By the way, ja, mach mal. Und by the way, es ist einfach nur ein, mach mal, geh mal hin. Aber es bringt nichts, weil hier nichts ist. Frag mich ehrlich gesagt, was sowas bringen soll. Dass du so einen Ort da hinsetzt, wo du halt hingehen kannst, aber irgendwie da ist nichts. Und es dann wirklich irgendeine Truhe verstecken oder so, wo du sagst, wo wirklich vielleicht ein eher selteneres Item drin ist zum Beispiel, dann verstehe ich es. Aber wenn du einfach nur deinen Weg hinsetzt, du kannst da jetzt rumlaufen. Es bringt die im Endeffekt einfach nichts. Was ist das für einer hier? Hier ist bloß ein Fahrstuhl. Sozusagen. Gehen wir nochmal zum Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und. Nee, Moment. Wir leveln noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein paar Kristallpunkte. Die können wir nochmal einsetzen. Und dann hoffen wir mal, dass der Boss nicht allzu schwierig wird. Gehen wir ins Kristarium. Los geht's.
Banga dazu packen. Uinga habe ich jetzt. Nochmal Angriffskraft, nochmal Magiekraft. In der die Stufe erhöht. Und das war's. Ach nee, da noch ein ATB-Balken dazu bekommen. Also kann ich 1-2 Angriffe mehr machen, okay? Oder ein Angriff mehr. Kann ich jetzt quasi 5 Angriffe machen. Bis zu 5 Angriffe, so wollte ich es ausdrücken. Was gibt's bei dir Schönes? Hier bist du schon so weit, wie es geht. Fehlt noch irgendwas? Ne, es fehlt glaube ich nichts mehr. Hier hast du noch gar nichts, oder lohnt sich das hier gar nicht? Ein Augmentor, lohnt sich das bei dir? ATB-Stufe, die glaube ich, das ist ganz gut. Nehme ich ein Augmentor bei dir. Ex Aqua. Ex Blitz. Die Frage ist, ob ich überhaupt so weit komme, dass ich die ATB-Stufe kriege. Sag ich doch. Wo sind die nämlich? Wo sind die? Da vorne. Naja gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Okay, die hat ihre ATB-Stufe schon, okay. Da würde ich sagen, hier ist noch ein bisschen Angriffskraft drin. Nimm mal Verteidiger. Jäher Zorn, das ist auch gut. Das ist sehr schön. Bisschen TP dazu. Ja, gut. Gut, das ist dann wieder zu unübersichtlich. Machen wir lieber die, die gerade so in der Nähe sind. Gut. Okay. Wollen wir mal gucken. Du hast auch schon deine ATB-Stufe, das ist schön. Wo gibt es noch irgendwas zu machen? Hier, die Rollenstufe fehlt hier bloß noch. Zack. Dann habe ich hier auch alles. Das ist schon mal schön. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Manipulator, oder? Haben wir noch ein bisschen was? Rollenstufe, Fähigkeiten gibt es noch ein paar. Magie gibt es noch ein bisschen was. Gehen wir einen Heiler rein. Gehen wir einen Heiler rein. Das ist, glaube ich, bei Vanille. Ich glaube, angebrachter. Würde ich jetzt mal so sagen. Hier kann sie noch ein Accessoire tragen, wenn sie es denn mal kriegen würde, aber leider war es nicht so. Gut. Egal. By the way. Snow. Was machen wir mit dir, mein Freund? Du hast auch bloß 4 ATB-Dinger, also wir gucken, dass ich irgendwo einen dabei dazu kriege. Hier ist alles schon fertig. Hier ist Accessoire drin. Hier ist die ATB-Stufe, dann nehme ich den. Hier gucke ich mal, wo die zu finden ist. Ob ich da überhaupt rankomme. Da ist der Konter. Sehr schön. Die ist da vorne. Da komme ich zwar nicht ran, aber gut, ist mir egal. Hauptsache, wir kriegen ein paar Magie und ein paar TP-Punkte. Angriffspunkte. Nein! Nein! Naja, gut. Du bist dran, Hope. Ach ja, man müsste ja mehr Punkte kriegen, das wäre schön. Hier fehlt auch ein bisschen was zur Rollenstufe, ja gut, gib mir die Rollenstufe. Die Frage ist, was bringt eigentlich die Rollenstufe, wenn ich die einen Punkt erhöhe? Ist er dann in der Dings stärker oder was ist da? Ich weiß es nicht. So, machen wir ja weiter.
Lerne noch ein bisschen was. Et Feu oder Et Eis. Nein. Da haben wir alles vergeben, was wir konnten. Wir können nichts mehr tun. Wobei, wir können mal gucken, ob wir noch zu Waffen modifizieren können. Wer trägt jetzt hier was? Wichtig sind erstmal Lightning, Sass und Fang, weil die gerade im Team sind sozusagen. Du trägst die Gladius trägst du gerade, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas, was wir hier an Ansammlung haben. Wie haben wir da 12, haben wir, wie viel brauchst du fürs nächste Level? Oh Gott. Über 1500, knapp 1500. Habe ich irgendwas, was viele Erfahrungspunkte bringt? Unheilsträne. Wir sind immer noch bei Dreifachpunkten, okay? Aber Dreifachpunkten dann trotzdem so wenig, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich dann nicht ganz so gut. Ein bisschen Mief-Sekret. Yeah, ein paar Punkte dazu gekriegt. Das reicht auch erstmal bei dir. Weil wir brauchen noch ein paar Sachen für eben die anderen. Du bist schon in Stufe 17. Du hast schon relativ. Naja, du hast schon relativ viel. Bist du überhaupt hier im Bonus? Du bist auch schon Stufe 20. Yeah, gelevelt. ...9000 Punkte. Wow, wir haben sie schon maximiert, die Waffe. Meine Fresse, das ist sehr gut. Die Waffe ist maximiert. Die Waffe ist Maximilian. So, mehr geht jetzt nicht. So, mehr geht nicht. Da würde ich sagen, speichern wir. Oder Spiel, was meinst du? Wollen wir speichern? Nee, machen wir nicht. Machen wir ohne. Ja, Spiel. Gut, ich weiß, dass du mich nicht leiden kannst. Zum Angriff! Fall runter und die Schoß gelaufen. Sag. Ja, auch so negativ zu denken. Look. Ach, was soll ich lupen? It's acting strange. He must be weak from losing his tail. Yeah. Looks plenty feisty to me. He's bluffing to scare us off. Let's just go with that, all right? Come on. We can do this. Oh, los geht's. Jetzt gucken wir mal hier. Warte mal, wir müssen erstmal irgendwas hier. Wir brauchen erstmal eine kleine Stärkung. Weil ich weiß nicht, was er drauf hat. Können wir das irgendwie einsehen? Gucken wir mal. Wir wollen uns erstmal ein bisschen oben halten, uns stärken natürlich. Und dann gucke ich erstmal, dass ich einen normalen Angriff raushaue. Das machen wir normal angreifen. Gucken, ob er überhaupt irgendwie
provozierbar ist, dass er quasi nur eine Person angreift. Ja, okay. Wirkt gewaltige Magie, wenn ich das schon wieder nicht das lese, dann kriege ich schon wieder. Dann kriege ich kleine Zitteranfälle, sage ich jetzt mal. Was? Falsi da Haka. Da Haka. Da Haka ist das. By the way. Wer Prince of Persia mit Warriors Within kennt, der kennt den Haker. Okay. Oh, der hat seine Magie gestärkt. Das ist schlecht. Kann man den irgendwie manipulieren? Was hat der? Über 2 Millionen. Steigert die Wirkungskraft von Angriffszaubern. Ena-Effekt. Hölle auf Erden, das gefällt mir nicht. Genau das meine ich. Der hat ziemlich viel gesenkt bei uns jetzt. Gefällt nicht. Oh, 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 oh. Einmal bitte fängen, mein Freund. Das wäre, glaube ich, mal nicht schlecht. Oder Lightning, bitte heile mal fängen. Also eine Schlacht, Augmento, machen wir den hier. Oder den hier, die eiserne Schlacht, weil die ist, glaube ich. Bäh. Kooperationsarie, okay. Na, viel Schaden haben wir noch nicht gemacht, weil wir haben noch nicht viel angegriffen, okay, muss man dazu sagen. Ja, schon mal langsamer, das ist schön. Ist eigentlich schon gar nicht mal, schon das Beste, was man eigentlich machen kann, ja. Er absorbiert Feuerangriffe, er absorbiert Elektroattacken, ja, normal sind Eisattacken, so wie ich das sehe. Schwächt die elementare Resistenz, Morbid-Effekt. Schlecht, 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 schlecht. Thanks. Au. Na gut, Angriffsschaden macht doch nicht viel. Das ist schon mal schön. Das ist eigentlich was Positives. Ey. Versuchen wir den hier noch mal ein bisschen anzugreifen. Ah, er hat seine Magie wieder gestärkt. Das ist schlecht. Und er jetzt ist er auch wieder in den Susan Hass-Modus. Das ist schlecht. Bleib jetzt hier in der Kooperationsarie. Das ist, glaube ich, angebracht. Da habe ich noch eine grüne Front. Nee. Ich habe nur einen Heiler im Team, deswegen. By the way, macht es keinen Sinn, gucken, dass ich noch einen zweiten Heiler rauspacke, weil das bringt mir nichts. Ha! Ich habe es geahnt.
Genau das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Wir fangen direkt mit dem Augmentor und Dings an. Oder haben wir hier. Dann kann ich hier vielleicht einen Heiler draus machen, dass ich heile. Dass wir uns stärken und ihn manipulieren, auf gut Deutsch gesagt. Fangen wir mal mit der Drakonischen Liga an. Vielleicht funktioniert das besser. Ich hoffe ja, dass es besser funktioniert. Wir können zwar nicht angreifen jetzt, weil das heißt, wir können schon, aber das macht keinen Sinn. Ich guck mal, dass ich ihn irgendwie analysiere. Dass ich ein bisschen was über ihn herausfinde, auf gut Deutsch gesagt. Courage. Sache ist, wie gut kann Feng manipulieren? Das ist halt die Sache jetzt. Ja, ist langsam, aber das ist halt. Ja, schön. Schön ist anders. Machen wir es mal so. Wir müssen ihn hochtreiben, damit wir den Schockzustand kriegen. Weil im Schockzustand ist er dann schon wieder, naja, besser klein zu kriegen. Scheiße, Hölle auf Erden. Hölle auf Erden ist gefährlich. Ist er jetzt im geschockt? Ja, er ist geschockt. Ja, schön. Rauf, auf ihn, auf ihn. Ich konnte die Hölle auf Erden verhindern, weil ich ihn geschockt habe. Das ist schön. Komm, wir kriegen, dass wir Wesen von der 2-Millionen-Grenze runterkriegen erstmal. Ja, den höchsten Schockzustand, den wir heute hinkriegen können. 999,9%. Sehr schön. Zurück in die Drakonische Liga. Ja, jetzt kommt er sowieso wieder zurück. Oder hier erstmal, gehen wir hier hin, dass wir grüne Freunde, dass wir angreifen und gleich heilen gleichzeitig. Dass wir wenigstens noch ein bisschen schwächen. So, wir haben mal relativ gut. Effektiv ist die Entkräftung elementarer Resistenzen. Gemach.
gemacht. Zustand ist er jetzt nicht. Es läuft gerade zu, dass ich jetzt hier schlecht bei sein soll. Lightning, heil dich, heil dich. Shit, 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 shit. Jetzt auf ihn. Greifen wir ihn an. Wir haben zwar nicht wirklich viel Stärke, aber weil da gewisse Sachen noch fehlen bei so einer Statusveränderung. Aber egal, wir greifen ihn an. Ich möchte ihn besiegen jetzt. Ich möchte hier nicht schon wieder drauf gehen, weil wieder irgendein Fehler passiert. Hier, zurück in die grüne Front. Nein, nicht die einzelne Schlacht. Also. Die Kooperationsarie. Damit wir uns stärken. Er konzentriert uns auf Feng und Sass uns quasi stärken kann wieder. Todes. Oh Gott. Pandemie gesehen. Ich sehe, was das macht. Oh. Das tut richtig weh, das tut richtig weh. Komm. Mach das weg. Schlecht. Das ist ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Sehr schön, jetzt können wir uns wieder auf die Heilung konzentrieren. Und das Stärken konzentrieren. Scheiße! Musst du jetzt gerade mit Hölle auf Erden kommen, mein Freund, du blöd Mann. Lightning, heile dich, Lightning! Gerettet. Scharfer Sturm, ja, glaube ich, nicht ganz so gut. Ener. Ja, mach deine Magie stärker. Das ist, naja, wäre ja nichts Neues. Schnell hochtreiben die Anzeige. Von jetzt. Ja, Attacke abgebrochen, hoffentlich. Ja, Attacke abgebrochen, sehr schön. Er ist zwar schneller, sage ich jetzt mal jetzt, und gestärkt immer
in der Magie, aber das ist. Das soll jetzt nicht stören, weil jetzt kann er sowieso nicht angreifen. Im Schockzustand kann er nämlich gar nicht angreifen, das ist schön. Ah, kurz davor, wir haben ihn gleich. Nicht mehr viel. Grüne Front. Komm. Ja, wir haben ihn gleich. Bisschen werden wir doch wohl noch schaffen. Noch ein bisschen ein paar Statuseffekte drauf machen, dann passt das schon. Komm, jetzt volles Risiko. Scheiße, 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 scheiße. Ich hatte nur Feng angegriffen. Grüne Front. Yes! Wir haben ihn! Ich habe ihn geschafft! Yes! Yes! Tetra Tiara. Irgendwie erhalten, keine Ahnung, was das bedeutet. Und bei der Welt, ich hab nur einmal verkackt. Dank dich. At last we are free. We go now to hunt down evil where it hides. So I guess that means there are still more monsters like that one out there. Sounds like it. Somewhere out there on Grand Pulse. Gone just like that. Big hunk of rock, that thing sure can move. Guess they're just doing what they can too. Trying to save the world. Mm-hmm. Yeah, well, it's not all on them. Last time I checked, we are still in this fight. Erebus right down there then, isn't it? Yep. So what's it like? Well, it's kind of small, but it's warm and green and very naturey. Around the Falci, it was flowers as far as you could see, huh? You from here? Hmm? Ain't so rosy, I'm sorry to say. You want to wait here? No. I need to see for myself.
every trace of color. We're chasing shadows. This whole idea of losing our brands is hopeless. There's gotta be a way. Let's keep on looking. That's what we came here for. We all agreed, and now we're here. You think it's really possible? Sure. Anything is. There's no going back. You don't think I know that? Come on. So, da sind wir schon wieder hier. Ich würde sagen, das erste, was wir machen, ist speichern. Würde ich jetzt mal sagen. Hier ist so in der Dings hier Munition machen könnte. Jetzt werde ich mich aber jetzt nicht drum bemühen, könnt ihr vergessen. Gehen wir dorthin. Wir werden schon dort irgendwo einen Speicherpunkt finden. Ne? Aufzug benutzen. Ich weiß nicht, wie die da reinkommen sollen, weil das so komisch da steht, aber gut ist. Versucht euer Glück. Now that looks like an easier way to get where we're going. Let's take it. Wouldn't want you to throw your back out climbing, old man. You really are a charmer, aren't you? So. Guck mal, hier ist gleich ein Speicherpunkt, das ist schön. Dann kann ich hier die Aufnahme auch erstmal beenden, das ist schön. Und zum einen ist es schön, dann kann ich jetzt hier wenigstens erstmal wieder verschnaufen und mich wieder hier später dann widmen und hier wieder ein bisschen weitermachen. Na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.